Am 23. Juni startet es wieder, das nächste Quartierfest der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda im Zentralpark direkt hinter dem Lausitz-Center. Erleben Sie ab 13 Uhr Unterhaltung pur, unter anderem mit Schlagersänger Patrick May. Für die Kleinen gibt es Streichelzoo, Ponyreiten, Kinderschminken und vieles mehr. Oder informieren Sie sich zu attraktiven Wohnmöglichkeiten der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ist einfach, weil wir den Motor der Wirtschaft am Laufen halten. In Deutschland und an 64 Standorten weltweit. Nicht vergessen, 23. Juni, nächstes Quartierfest der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ab 13 Uhr im Zentralpark, direkt hinter dem Lausitz-Center. Liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 21. Juni. Wir stehen hier auf dem Markt in der Hoyerswerda Altstadt und das aus einem guten Grund. Seit gut 2,5 Wochen wird hier versucht, mit einer verkehrsberuhigten Zone und vielen Aktionen etwas Leben hereinzubekommen. Dazu gibt es gleich mehr. Jetzt gehen wir erstmal nach Brandenburg. Dort soll nämlich ab Montag an der Talsperre Spremberg eine stationäre Anlage zum Abpumpen des Eisenhydroxid Schlammes in Betrieb gehen. Installiert wurde das System an der Vorsperre in Bülow, wo die braune Spree mit ihrer Eisenfracht ankommt. Anfang des Jahres waren hier durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft bereits Grundreinigungen des gesamten Gebietes vorgenommen worden. Träge fließt die braune Spree in diesen Tagen von Spremberg kommt herunter. An der Brücke in Wilhelmsthal wird das eisenhaltige Wasser mit einem Kalkgemisch zur Neutralisierung und pH-Werterhöhung versetzt. Kurz vor dem Eingang in die Vorsperre wird ein Flockungsmittel dazugegeben. Die Strömung sorgt dafür, dass der Schlamm sozusagen ins Becken getragen wird. Dort ist allerdings nur eine begrenzte Kapazität. 300.000 Kubikmeter fasst die Vorsperre. Der Anteil an Schlamm darf dabei maximal die Hälfte betragen. Wir hatten im letzten Jahr, im August, eine sogenannte Hochwasserspitze, die dazu geführt hat, dass der Füllungsgrad dieser Vorsperre von maximal 150.000 Kubikmetern sehr schnell erreicht wurde. Wir mussten darauf reagieren, weil der Eisenrückhalt nicht mehr stattgefunden hat, insbesondere im zweiten Halbjahr 2017. Und die LMBV hat dann mit einer Sofortmaßnahme reagiert. Wir haben dann von Dezember 2017 bis Mai 2018 hier 70.000 Kubikmeter Eisenhydroxidbelasteten Schlamm aus der Vorsperre gebaggert und in das hinter uns liegende Sedimentationsbecken abgelagert. Dort liegt der Schlamm und soll nun sukzessive entwässern. Die trockene Witterung aktuell ist dabei natürlich hilfreich. Um knapp 7% konnte der flüssige Anteil bereits verringert werden. Wunsch wäre ein 25%iger Feststoffanteil. Diese Reduzierung sorgt für weniger Menge und Gewicht, nicht unwesentlich für den Transport des Gemisches, das ja in Größenordnung anfällt. Ein zweites passives Trocknungsverfahren wird mit sogenannten Geotubes getestet. Dazu läuft ein Großversuch im Auftrag des LFU. Die Schläuche sind gefüllt, die Entwässerungszeit läuft jetzt und wir sind uns sicher, dass wir Ende 2018 zu diesem Verfahren auch belastbare Aussagen haben und können dann vergleichen, was machen wir in den Jahren 19, 20, 21, die vor uns liegen. Welche Regeltechnologie kommt hier aus ökonomischen Gesichtspunkten zum Einsatz? Aufgrund der anhaltend anfallenden Mengen rund 45.000 Kubikmeter pro Jahr soll in der Vorsperre Bülow künftig der Schlamm dauerhaft abgetragen werden. Jeweils in der frostfreien Periode wird mit einem kleineren Saugbagger gearbeitet. Pro Stunde kann dieser 180.000 Kubikmeter aufnehmen. Via Rohrleitung soll das Schlammwassergemisch in eine Separieranlage, ähnlich einem großen Sieb, geschickt und von allen größeren organischen Bestandteilen gereinigt werden. In einem Rundbecken, gerade im Aufbau, wird das Ganze zwischengelagert, um dann in einer etwas größer angelegten Schleuder von weiterem Wasser befreit zu werden. Ziel ist auch hier, einen Feststoffgehalt von etwa 25% zu haben.
Die Eisenhydroxidschlämme, die wir hier vorliegen haben, sind in der Regel mit Schwermetallen, aber auch mit hohen organischen Anteilen belastet. Wir deklarieren diese Schlämme und haben in den letzten Jahren festgestellt, dass wir es mit nicht gefährlichen Abfällen zu tun haben. Das heißt, wir sind aufgefordert, gemäß Abfallkreislaufgesetz diese Schlämme wieder einer Verwertung, einer baustofflichen Verwertung zuzuführen. Aktuell werden die Ockerschlämme bei der Firma Lobbe in Schwarze Pumpe als Zuschlagsstoffe in der Baubranche verarbeitet. Seitens der LMBV gibt es aber Vorstellungen, den Einsatzbereich zu erweitern. Ja, da laufen sogenannte Pilot- und Demonstrationsvorhaben. Unter anderem wird dort geschaut, ob wir bei der Rekultivierung von forstwirtschaftlichen Nutzflächen oder auch landwirtschaftlichen Nutzflächen im Rahmen der Bergbausanierung diese Schlämme, die wie gesagt einen hohen TOC, also einen organischen Anteil haben, als Initialsubstrat dort mit einbauen können. Die Eisenfracht der Spree wird durch die Maßnahmen der LMBV vor und in der Talsperre Spremberg um 90% reduziert, bevor das Wasser weiter in Richtung Spreewald fließt. Aktuell beträgt die Konzentration am Pegel Bresinchen 1 Milligramm pro Liter. Liebe Zuschauer, wir melden uns ja heute vom Boulevard Kirchstraße in der Hoyerswerder Altstadt. Initiiert wurde das Projekt vom City Management, deswegen jetzt an meiner Seite Dorit Baumeister. So nach 2,5 Wochen kann man doch sicherlich schon mal eine erste Bilanz ziehen, oder? Ja, also das kann man auf jeden Fall. Ich sag mal so, meine Erwartungen sind erfüllt von dem, was ich erwartet habe. Und ich bekomme jetzt mittlerweile auch gerade in der dritten Woche so das Gefühl, dass die Leute das Projekt nicht mehr so aus Neugier besuchen, sondern dass sie anfangen, einfach hierher zu gehen, um einfach das anzunehmen, das so als Alltagskultur langsam zu empfinden. Und genau das wollten wir erreichen. Wir wollten eigentlich nur mal zeigen, welches Potenzial mit diesem Planungsmodell, was wir hier eingepflegt haben, wir uns eröffnen würden, welchen Trend wir gehen könnten, also welchen Weg wir gehen könnten. Und das bekomme ich jetzt mit, das scheint wirklich gelungen zu sein. Die Besucher, die hierher kommen, gibt es da auch mal so eine Resonanz, dass die was sagen? Ach ja, natürlich. Also wir werden viel angesprochen und wir haben ja, also einerseits wird man persönlich viel angesprochen, aber wir haben natürlich auch eine, sehr bekannt, eine begleitende Umfrage unter den Gästen, die auch von allen Akteuren hier fleißig an die Gäste verteilt werden. Und natürlich, die Ergebnisse habe ich noch nicht. Wir haben hier zwei Briefkästen stehen in Form von roten Boxen. Die werden erst am Schluss geöffnet. Aber ich merke doch, es ist sehr viel Anteilnahme, es sind sehr viele Fragen und vor allen Dingen die Frage, wird es das weitergeben? Also wie geht es weiter? Und dass sie sich das schon wünschen würden, wenn wir hier sowas doch längerfristig nachhaltig einpflegen würden in der Altstadt. Mhm. Gut, 1,5 Wochen geht das Ganze jetzt noch. Welche Wünsche begleiten das? Naja, erstmal das Wetter. Wir haben, muss ich sagen, unglaubliches Glück gehabt mit dem Wetter, dass das hält. Das ist natürlich für so ein Projekt, das damit fährt und steht alles, ne? Ja, dass die Leute einfach die Umfragen ausfüllen, dass sie kommen. Es geht mir nicht darum, dass hier Massen durchrennen. Ich glaube, das hätte ich auch nie erwartet. Jahrelang hat die Altstadt das nicht geboten. Jetzt müssen wir viel Geduld und viel Kraft mitbringen, um uns gut aufstellen, attraktiv machen, um dann auch nach und nach wieder die Gäste anzuziehen. Nicht nur natürlich aus der eigenen Stadt, aber eben auch von außerhalb. Und ich wünsche mir, dass sich das noch ein bisschen festigt. Es wird es bei Weitem nicht so, wie man es mal werden soll, aber es ist, denke ich, ein toller Start in das, was wir zukünftig vorhaben. Ein toller Start mit einem grandiosen Finale. Ja, wir werden natürlich am letzten Tag mit dem Braugassentheaterfest unseren Boulevard auch beschließen. Erstmalig wird also das Braugassentheaterfest auch hier in die Kirchstraße mit reingezogen. Es werden auch auf dem Kirchhof entsprechende Künstler mit da sein. Es wird also auch dort eine Bühne geben. Die Gastronomie wird, auch hier die zusätzliche Gastronomie wird mit geöffnet haben. Also ich denke, es ist wirklich ein würdiger Abschluss und ein schöner, farbenfroher, bunter Abschluss. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt weiter mit ersten Kurznachrichten aus der Region. Erstes Thema ist ein Unfallschwerpunkt bei Bautzen. Einer der gefährlichsten Unfallschwerpunkte in der Umgebung von Bautzen soll entschärft werden. An der Drauschkowitzer Kreuzung im Zuge der S119 in Richtung Neukirch gab es in den letzten Jahren immer wieder schwere Unfälle, darunter auch zwei mit tödlichem Ausgang. Das Landesamt für Straßen und Verkehr will jetzt prüfen, ob ein Kreisverkehr oder eine Ampelregelung in Frage kommen. Doch auch für andere Lösungen sei man offen, so eine Sprecherin.
Bereits in der Vergangenheit hatte es Umbauten gegeben. So wurden die separaten Linksabbiegerstreifen auf den untergeordneten Straßen entfernt und Stoppschilder aufgestellt. Viel geholfen haben diese Maßnahmen aber offenbar nicht. Der Sportbund Lausitzer Seenland ist umgezogen. Die Mitarbeiter sind ab sofort im Sozialgebäude am Jahnstadion in Hoyerswerda zu finden. Alle Telefonnummern bleiben erhalten. Lediglich bei Schreiben per Post sollte an die neue Adresse Hermannstraße 7 gedacht werden. Die Hoyerswerder Versorgungsbetriebe haben jetzt ihre provisorische Trinkwasserleitung am Elsterdeich in Betrieb genommen. Voraussichtlich bis zum November werden darüber einzelne Wohnkomplexe und Ortsteile versorgt. Grund für den Bau sind die Arbeiten der Landestalsperrenverwaltung zum Ausbau des Deiches im Bereich zwischen der Bautzener und Spamberger Brücke. Am 26. Juni wird im Zoo Hoyerswerda die neue Anlage für Kamele, Lamas und Esel eingeweiht. Das großzügige Gehege erstreckt sich vom jetzigen Lama-Gehege bis in Richtung des ehemaligen Löwenhauses, in dem jetzt die Quersantschafe untergebracht sind. Die neue Anlage ist rund 2300 Quadratmeter groß. Neben einem modernen Stallgebäude ist auch eine Badewanne für die Lamas entstanden. Mit dem Umzug der Kamele wurde Platz für den künftigen Wirtschaftshof des Zoos geschaffen, wird informiert. Ab sofort können Eltern das Kindergeld online beantragen. Möglich sei dies am PC, Tablet oder Smartphone, informiert die Arbeitsagentur. Eltern können zwischen zwei Wegen wählen. Der Antrag kann online ausgefüllt und zu Hause ausgedruckt werden. Alternativ kann auch ein Ausdruck über die Familienkasse angefordert werden. In beiden Fällen sei es derzeit aus gesetzlichen Gründen aber noch notwendig, das Formular zu unterschreiben. Alle weiteren Informationen sind im Internet unter familienkasse.de verfügbar. Informationen gibt es auch telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 4 mal die 5 30. Sachsen lobt erneut einen Preis für Integration aus. Gesucht werden Initiativen, Unternehmen und Vereine, die sich im besonderen Maß für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund engagieren. Drei Preisträger sollen gekürt werden. Nominierungen können ab sofort über die Website sächsischer-integrationspreis.de eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist der 7. September. Der Sächsische Integrationspreis wird bereits zum 9. Mal verliehen. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kleine Pause und melden uns gleich wieder. Dann gibt es aktuelle Informationen zum Quartiersfest der Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft. Nachbar, ich danke dir. Die Aktion der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie will Mitbewohner ehren, die helfen, wenn Not am Mann ist. Haben Sie so eine gute Seele im Haus, dann senden Sie Ihren Vorschlag mit einer kurzen Begründung per Mail an marketing@lebensraume-hy.de oder per Post in die Niederkirchner Straße 30 in Hoyerswerda. Beim Sommerfest am 8. Juli gibt's eine Überraschung. Einsendeschluss ist der 25. Juni bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos auch im Netz unter lebensraume-hy.de und bei Facebook. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sie merken es, liebe Zuschauer, es hat sich in Windeseile rumgesprochen. Hier im Zentralpark in Hoyerswerda, im Herzen der Neustadt zwischen Lausitz-Tower
und Lausitz-Halle wird am Samstag wieder gefeiert. Herr Markgraf, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda, aber es wird nicht gefeiert, dass hier die neuen Leuchten eingebracht wurden. Das ist natürlich auch ein sehr erfreulicher Aspekt, dass das jetzt alles wieder in Ordnung gebracht wurde durch Ihr Unternehmen. Nein, es gibt ein Da Capo, das Quartiersfest. Das wird ein zweites Mal hier stattfinden an diesem Samstag. Warum hat man gesagt, wir machen das gleich nochmal? Ja, um den Ball vielleicht aufzugreifen mit den Leuchten. Wir feiern bis in die Nacht, könnte man ja sagen. Ne? Aber es ist so, wir haben im letzten Jahr eine sehr gute Resonanz gehabt hier bei uns von unseren Mietern, aber auch von den Bewohnern hier im Umland, den einen oder anderen Touristen, der auch vorbeigekommen ist. Und das war der Punkt, wo wir auch dieses Jahr gesagt haben, wir wollen ganz gern wieder ein Quartiersfest hier veranstalten als Wohnungsgesellschaft MBH Hoyerswerda. Wir möchten uns bei den Mietern bedanken und möchten natürlich auch so ein Stückchen ja, nach außen strahlen, was hier in Hoyerswerda alles gut und liebenswert ist. In erster Linie werden also natürlich die Mieter angesprochen, aber es können auch andere, die vielleicht ja mal Mieter werden oder einfach bloß hier im Carré wohnen, auch gerne mit feiern kommen. Ja, also alle sind herzlich eingeladen. Das heißt also auch Besucher neben unseren Mietern, die uns ja über viele Jahre die Treue gehalten haben, sind wir natürlich auch stark daran interessiert, dass wir auf uns aufmerksam machen, dass wir unsere Wohnungsangebote natürlich auch hier indirekt ja, mit vermitteln wollen. Und von daher sind alle herzlich willkommen. Nun hat es ja im letzten Jahr eigentlich ein richtig schönes Familienfest gegeben. Es war für Jung und Alt ein bisschen was dabei. Ich denke mal, da wird man auf das Bewährte auch in diesem Jahr gesetzt haben, ne? Ja, in der Tat ist es so. Wir haben also unterschiedliche Acts mit organisiert. Das geht also los, dass wir hier einen Künstler arrangiert haben, den Patrick May, der sowohl alt und jung begeistern wird. Wir haben für die ganz Kleinen was dabei, ein Streichelzoo. Wir haben die Berufsfeuerwehr mit dabei. Das heißt, man kann sich also auch mal ein Löschfahrzeug angucken. Und ja, es sind viele, viele Überraschungen, die wir im Gepäck haben. Nun wird es auch am Samstag auch für das leibliche Wohl hier jede Menge Lokalisches geben und Sie werden sich ein zweites Mal ausprobieren im Fass anstechen, ne? Ja, auch das übernehmen wir aus dem Vorjahr. Das ist also sehr, sehr gut bei unseren Mietern, aber auch bei den Gästen angekommen, dass wir die ersten 100 Bratwürste gern mit spendieren als Wohnungsgesellschaft und auf der anderen Seite auch das erste Fass Bier gern gemeinsam mit unseren Mietern anzapfen wollen bzw. auch leeren wollen und von daher Bewährtes soll man bewahren. So soll es sein. Gibt es vielleicht noch irgendeine Botschaft, die im Vorfeld zu diesem Quartierfest von Ihnen an die Zuschauer sozusagen vermittelt werden soll? Eine ganz sympathische Einladung? Ja, also ganz konkret nochmal, diese Woche Samstag ab 13 Uhr hier im Zentralpark, Sie sehen das ja im Hintergrund, würden wir uns freuen, wenn ganz, ganz viele Besucher, Zuschauer und natürlich auch Mieter hier mit bei uns vorbeischauen. Nutzen Sie das Angebot und ja, wir wollen ganz gern Volksfeststimmung hier in Hoyerswerda rüberbringen und dazu sind Sie alle herzlich eingeladen und danach geht's zum Fußball. Das ist ganz wichtig. Gefeiert wird bis 19 Uhr, ne? Bis 19 Uhr, weil wir uns so ein Stückchen schon an der Weltmeisterschaft orientiert haben. Und danach geht es ja weiter, wie gesagt, mit den heißen Spielen in Russland. Und ganz wichtig für Sie auch noch als Information, der Eintritt ist wie im vergangenen Jahr für alle frei. Jawohl, so ist es. Gut, dann sollten Sie sich's also vormerken. Und falls Sie jemanden kennen, der es noch nicht weiß, sagen Sie es in Windeseile rum. Am Samstag wird gefeiert hier im Zentralpark in Hoyerswerda. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda lädt dazu ein. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie trotz dieses starken Windes hier die Zeit gefunden haben, ein bisschen auf dieses Fest einzustimmen und neugierig zu machen. Na klar, Herr Balko, Sie wissen ja, wir sind standfest. Danke nochmal. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit Meldungen aus der Region. Zu einer kurzzeitigen Sperrung kam es am späten Mittwochnachmittag auf der A13 Dresden in Richtung Berlin. Kurz nach der Anschlussstelle Klettwitz war ein Waldbrand entdeckt worden. Die Feuerwehr musste etwa 100 Quadratmeter in unmittelbarer Nähe der Wildschutzzäune löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Im Schönteichner Ortsteil Braunau hat eine Autofahrerin viel Glück gehabt. Die 47-Jährige verlor auf der Königsbrücker Straße die Kontrolle über ihren Seat. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Frau wurde dabei jedoch nur leicht verletzt.
Ein längerer Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 31-Jährigen Löbauer endete am Mittwochabend an der inneren Zittauer Straße in Löbau mit Gesichtsverletzungen und partiellen Gedächtnisverlust für den älteren Kontrahenten. Beide Streithähne konnten einen ansehnlichen Alkoholwert zwischen 2 und 3 Promille der Polizei vorweisen. Nun dürfen die beiden sich wegen Körperverletzung verantworten. In Hoyerswerda ist erneut ein Auto gestohlen worden. Der rote Dacia stand in der Senftenberger Vorstadt, so die Polizei. Das 10 Jahre alte Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von rund 2.000 Euro. Knapp 100 sächsische Teichwirte erhalten in den nächsten Tagen Fördermittel für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung ihrer Teiche. Ausgezahlt werden in diesem Jahr insgesamt rund 2,6 Millionen Euro, informiert das Umweltministerium. In Sachsen werden 8.600 Hektar Seen und Teiche bewirtschaftet. Die Fördermittel werden zu 75% von der Europäischen Union zur Verfügung gestellt. Jetzt folgen noch einmal Verbraucherinformationen und dann melden wir uns mit den Wetteraussichten und den Veranstaltungstipps für den Freitag zurück. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 21. Juni 1979 wurde der hydraulische Widder in Kamenz zum Denkmal erklärt. Das Pumpwerk wurde 1905 gebaut. Damals stieg der Wasserbedarf durch den Ausbau des Kasernengeländes und die fortschreitende Industrialisierung. Mit der Anlage wurde ein Teil des zwischen Lückersdorf und Gelenau gehobenen Wassers in einen Hochbehälter am Hutberg transportiert. 1929, nach dem Neubau des Wasserwerks Eselburg, wurde der hydraulische Widder stillgelegt und fast vergessen. Auch nach der Aufnahme in die Denkmalliste geschah lange Zeit nichts. 1998 entdeckte man bei der Archivübernahme aus dem Nachlass der ehemaligen VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Dresden die Urkunde mit der Denkmalerklärung. Nach Besichtigungen im Herbst 1999 fanden sich 8 interessierte Personen, die erste Ideen zur Rettung des historischen Pumpwerks entwickelten und stückweise mit der Stadt umsetzten. Nach einem fast 70-jährigen Dornröschenschlaf präsentierte sich die Anlage zum Tag des offenen Denkmals 2002 erstmals wieder der Öffentlichkeit. Das Grundstück samt Pumpwerk wurde 2003 der Ewa Kamenz übertragen, die den hydraulischen Widder komplett sanierte. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda lädt am Freitag um 10 Uhr ins Lausitzbad zum Seniorenschwimmen ein. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gibt es am Freitag ab 13 Uhr Angebote zur Umwelt- und Computertechnik und ab 15 Uhr wird zum Basteln in die Kreativwerkstatt eingeladen. Musik wie ein DJ auflegen, sich im Gesang und Tanz ausprobieren, das können Mädchen und Jungen am Freitagnachmittag im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda. Start ist 15.30 Uhr und ab 16 Uhr werden Nudeln mit Wurst und Tomatensoße gekocht. Eine Themenführung zum Zuse-Geburtstag gibt es am Freitag im Zuse-Computermuseum ZCOM in Hoyerswerda. Vor 108 Jahren erblickte der Computererfinder Konrad Zuse das Licht der Welt. Während der Führung wird an die einzelnen Etappen seines Lebens und seiner vielfältigen Interessen erinnert. Beginn ist 15.30 Uhr. Das Ensemble der Spielgemeinschaft Golkomitic führt am Freitag auf der Waldbühne Bischofswerda das Stück Tödlicher Staub auf. Vorstellungsbeginn ist 18 Uhr.
Im Steinhaus Bautzen ist ab Freitagabend eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden bis zum 24. August Malereien und Grafiken des Dresdner Künstlers Manfred Eckert. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Musikschule Johann Adam Hiller veranstaltet am Freitag in den Räumen der Adventgemeinde Görlitz das Jahresabschlusskonzert der Schüler, die dabei einen Mix aus klassischer, moderner und rockiger Musik präsentieren werden. Neben Instrumental- und Gesangssolisten wird das Jugendsinfonieorchester spielen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Astronomische Verein Hoyerswerda lädt am Freitag in das Planetarium an der Collinstraße zu einem Vortrag zum Thema Mars und Jupiter, Planeten am Sommersternenhimmel ein. Er beginnt um 19 Uhr. Im Stadthallengarten Görlitz führt das Theater Görlitz am Freitagabend das Tanzstück Aqua auf. Es beginnt 20 Uhr. Und die Fußball-WM live erleben auf einer Großleinwand kann man am Freitag wieder im Biergarten des All Jack Empire an der Hermannstraße in Hoyerswerda. Zum Public Viewing wird zu den Begegnungen Brasilien, Costa Rica um 14 Uhr, Nigeria, Island um 17 Uhr und Serbien, Schweiz um 20 Uhr eingeladen. In der Nacht zum Freitag locker bewölkt, zum Morgen hin örtlich einzelne Schauer möglich bei minimal 10 bis 7 Grad. Am Freitag erwartet uns ein wechselhaftes Wetter. Es gibt mal Sonne, mal Wolken und einzelne mitunter kräftige Schauer, örtlich auch mit Blitz und Donner. Am Abend allmählich nachlassend, dazu nur noch kühle 15 bis 18 Grad. Am Samstag und auch am Sonntag viele Wolken, wenig Sonne mit gelegentlich etwas Regen und weiterhin kühl. Liebe Zuschauer, das waren die aktuellen Nachrichten vom Donnerstag. Schauen Sie doch mal hier in Hoyerswerda in der Altstadt vorbei und ich hoffe, Sie schalten auch morgen wieder in die Drehscheibe Lausitz ein.